Ja, Horst, eine Nacht ist vorbei nach dem Unentschieden gegen Mainz. Deine Analyse mit der Mannschaft hat ziemlich lang gedauert. Es wurde auch zwischenzeitlich ein bisschen lauter. Wie blickst du zurück und ja, was hast du jetzt nochmal angesprochen? Ja, bin halt schlecht in den Schlaf gekommen und habe auch mehrere Male wachgelegen, ja, sodass ich einfach dann früh aufgestanden bin, das Spiel noch ein zweites Mal geguckt habe und einfach ja, die Dinge gesehen habe, die ich aber auch im Spiel schon angemerkt habe und schon in der Halbzeit angemerkt habe, dass wir einfach von Beginn an nicht mit der Laufleistung und Bereitschaft unterwegs waren, wie wir es haben müssen, um das Spiel in Schotten-Mainz zu dominieren und dann auch zu gewinnen. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn du es, ohne dass du richtig dominiert hast, das Spiel 3-1 führst und dann nochmal hergibst. Auch da haben wir aktiv zu beigetragen. Das hat mich dann einfach maßlos geärgert und um den Schlaf gebracht. Und dementsprechend, wenn ich um den Schlaf gebracht werde, kriege ich schlechte Laune. Und das mussten die Jungs dann eben auch ertragen. Und nach dem Spiel durften wir schlechte Laune haben, weil wir es einfach blödsinnigerweise hergeschenkt haben. Jetzt ist es ja dann auch fast schon wieder gut, dass man relativ schnell die Chance kriegt, das Spiel nochmal aus den Köpfen zu kriegen. Und zwar mit einem möglichst guten Spiel am Dienstagabend gegen Pirmasens. Wenn man sich so die Ergebnisse vom Gegner bisher anguckt, waren es auch fast immer nur Spiele mit einem Torunterschied. Also ganz enge Kisten, auch am Freitag gegen Homburg 0-1 nur verloren. Du hast schon gestern gesagt, du erwartest einen Fight gegen Pirmasens. Was meinst du konkret? Wie siehst du den Gegner? Ja, ich habe das Spiel gegen Homburg komplett gesehen, live im Stadion. Da waren sie halt schon mit mehr Torchancen unterwegs und hatten Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Kriegen dann durch den Patzer vom Torwart eben das 0-1 durch Elfmeter. Aber es war immer die Idee, dass sie mit ihren langen Bällen und zweite Bälle, die sie dann erlaufen und sich erarbeiten und durchsetzen, dass sie da eben ihre Möglichkeiten erspielen und sauber verteidigt haben. Ja, die haben wenig zugelassen von Homburg, eine Situation von Mendler eben. Und darauf müssen wir uns auch einstellen, dass sie sehr viel in der Defensive wieder arbeiten und wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer empfangen werden, eher auf Umschaltmomente setzen mit auch den zweiten Bällen, die immer wieder gefährlich sind. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir gut organisiert spielen, aber eben auch die Lehren aus dem Spiel schon Mainz ziehen, dass wir dann noch aktiver sind und besser anlaufen und ja einfach eine höhere Bereitschaft wieder haben, miteinander Fußball zu spielen. Es war, wie gesagt, für mich ungewöhnlich, dass wir nach 5 relativ dominanten Spielen dann ein Spiel gegen Schott Mainz spielen, wo wir nicht dominant waren, hatte aber seine Gründe eben, was Zweikampfführung anbelangt, was Laufintensität anbelangt und dementsprechend war es eben etwas lauter eben und die Jungs, glaube ich, haben das mitbekommen, dass es so nicht geht und wir so vielleicht auch Punkte holen, aber eben nur vielleicht. Ja, wir wollen nicht mittelmäßig sein, wir wollen top sein und dafür müssen wir mehr investieren und auch die Jungs, die dann gefehlt haben, sind kein Argument, dass wir nicht besser spielen können und auch gegen Pirmasens besser spielen werden. Du hast jetzt gerade schon zum Schluss kurz angesprochen, trotzdem, das Lazarett ist natürlich relativ groß, gestern auch nochmal angeschlagen, auswechseln müssen. Was kannst du zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen, was ich eventuell tun könnte bis Dienstag? Ja, Waldi musste raus mit 10 Problemen, da gehe ich aber von aus, dass es irgendwie funktionieren kann. Bei Felix ist das Innenband betroffen, weiß ich nicht ganz genau, ob das reichen wird. Der wird morgen zum Arzt gehen. Ja, bei den verletzten, angeschlagenen Spielern sind gerade ein paar Jungs noch unterwegs. Also Nico Kager läuft, Felle läuft und Isra läuft. Jetzt bin ich gespannt, wie sie die Laufleistung dann tolerieren, wie sie darauf reagieren. Kann sein, dass sie zumindest im Kader sind für das Spiel am Dienstag, aber hängt davon ab, wie sie das Training heute verkraften. Danke, Horst, wir hoffen das Beste. Gerne.